Hallöchen und schön, dass ihr wieder hier seid bei Minecraft. Gut, ich habe vorbereitet für den Big Reactor, wie wir es ausgemacht haben. Jetzt werden wir nur rechts wissen, wo ist die Mitte des Raumes. Ich gehe mal aus da, oder? 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Also 1, 2, da ist die Mitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau, hier ist die Mitte. Das heißt 1, 2, 1, 2. Naja, okay, wir können ihn ja nach hinten bauen. Wir müssen ja nicht so weit nach vorne bauen. Also der ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, das passt eh genau. Ich mache jetzt mal 7x7, keine Ahnung, ob wir ihn so groß lassen oder kleiner machen. Vorerst mal machen wir so groß, keine Ahnung. Sehen wir dann eh. An Blöcken sollte es nicht scheitern. Ich würde ihn 3 hoch machen mal. Weil wir es momentan. Okay, was sind da für ein Geräusche? Ich krieg Angst. Aber so wie ich sehe, werden wir zu wenig Blöcke haben. Das heißt, wir müssen dann gleich noch ein paar craften. Ich glaube, es sollte kein Problem sein. Ich sollte genügend Graphit gemacht haben. Ich mache den jetzt mal ohne Glas. Das verzieren kann ich. Not enough roads. Achso. Dachte mir, was will denn der jetzt von mir? Ich kann ja keine Rods drin haben. So. Dat. Und jetzt haben wir unser super Sprungdings. Da kommen wir hier hoch. Okay, wir hätten noch genügend. Wir machen erstmal die da rein. Also. Hier ein und da in der Mitte ein. Ich glaube, das sollte genügen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt gebaut habe von denen. Aber anscheinend genügend. So. Eine Reihe könnte man noch machen. Hier so und so. Perfekt. Beide ist der Reaktor halt schon groß, gell? Aber andererseits, naja, man gönnt sich ja sonst nichts im Leben. 1, 2, so. Dann hier. Wobei, so groß ist er ja gar nicht. Ja, er ist hoch. Das darf man nicht vergessen. Aber er hat auch relativ viel Lilorium verbrauchen. Da müssen wir auch ein bisschen im Kopf behalten. So, dann kommen die Rotz drauf. Also ich habe mit 6 gerechnet. 5 verbrauche ich jetzt. Okay. Ja. Habe ich halt ein bisschen verrechnet mich. Redstone Boards. Das kommt dann hier an die Seite, würde ich mal behaupten. Also, kurz überlegen. Hier raus, das hier rein passt. Also, einmal hier. Hier unten kommen dann Blöcke hin. Ich hoffe, das ging so. Bin mir jetzt nicht sicher. Aber das sehe ich dann noch. Jetzt müssen wir erstmal da gucken. Ich möchte das jetzt trotzdem mal gucken, Redstone, ob das so ging. Eben nicht. Weil wenn ich hier ein Repeater hinpacke, ein Redstone Repeater, verbindet sich der jetzt oder nicht? Ah doch, er macht schöne Kurve, gut. So, dann können wir hier sagen, wenn er an ist, schaltet er sich automatisch aus, sobald du voll bist und so weiter. So, dann haben wir einen Reaktor-Controller. Der kommt natürlich hier vorne in der Mitte. Wohin sonst? Ja, hier nicht. Eins weiter heraus. Hier. Und wir haben dann natürlich noch Reaktor-Redstone-Port, also Energie. Die würde ich fast hier oben Output machen. So. Gut. Das passt. Und hier haben wir dann überall noch ein bisschen Platz rundherum. Da können wir noch irgendwas weiteres bauen. Wir brauchen für den Reaktor natürlich auch Kühlflüssigkeit. Da müssen wir jetzt mal gucken. Da gibt es ja verschiedene. Ich dachte, dass wir Enderium nehmen. Das ist auch eine gute Kühlflüssigkeit. Das kriegen wir, indem wir. Ne, nicht Enderium. Molten. Ender wollte ich nehmen, genau. Okay, nee.
Ich wollte das einfach in Magma Crusade mit Enderburn machen. Also 4 Enderburner gibt ein Eimer. Magma Crusade, Fluidtransposer, eine Dram. Wie man sie halt so schon kennt. So, die Maschinen würde ich jetzt gerne gerade überlegen. Hier oben haben wir noch keine Energie, oder? Nee. Da müssen wir das mal hier hinlegen. Machen wir die hier hin? Eigentlich wäre es eine Möglichkeit, dass wir hier auch den Platz mal nützen. Also, Magma Crusade, das. Bei denen sagen wir hier Output und bei denen sagen wir hier Input. Output gibt es ja keinen. Wo kriegen wir Kabeln? Da unten sind Kabeln. Also, Leadstone, glaube ich, war das. 14 Stück, die werden nicht rein. Das könnte genügen. Jetzt kurz gucken, mal hier runter. Also hier, hier. So, dann würde ich hier hochgehen. Und im Endeffekt hier rüber. So. Zack, zack. Die und die Maschine hier. Und dann kann der eigentlich da oben wieder weg. Der ist dann wieder überflüssig. Der ist auch überflüssig. Und schon haben die Maschinen Strom. Kann man hier die Dramen reintun? Nein, echt nicht. Muss das jetzt echt mit Eimer machen oder rauspumpen? Geht natürlich auch, oder? Nee. Rauspumpen geht nur hier. Warte, dann tun wir die mal sicherheitshalber weg. Dann sagen wir erstmal. Kann der das vielleicht so machen? Mal testen. Würde mich interessieren. Wir brauchen auf alle Fälle mal Enderpearl. Okay, da haben wir gar nicht so viel. Also wir haben gesagt, 4 Stück brauchen wir. Ich würde mal 10 überlassen, sind 25. Ha. Das genügen wird. So, dann können wir hier mit diesem Accelerator-Wand draufklicken. Shift-Rechtsklick, dann geht der schneller, wie man oben sieht. Verbraucht natürlich auch mehr Energie. Aber es funktioniert schon mal, dass das in den Dwammel reinlegt. Ich weiß gar nicht, wie viel wir eigentlich brauchen. Resonant Ender. Wäre gut gewesen, wenn wir uns das abgezählt hätten. Dann ist die Frage, also hier züchte ich Slimebälle und Diamanten noch zusätzlich. War mal so ein Thema, ob das schneller ist als wie drüben die Garden Glotch. Aber die Garden Glotch sind schneller als wie das hier. Irgendwie funktioniert hier in dieser Ecke der Soil nicht so richtig. Das funktioniert irgendwie nicht so ganz. Keine Ahnung, vielleicht muss ich da nochmal gucken, was da nicht passt. Auf alle Fälle brauchen wir noch Enderpearl. Haben wir hier auf alle Fälle noch genügend drin. Die stacken auch auf 64, das finde ich schon mal gut. Wir haben 8900, nehmen wir mal einen raus. Ja, Soulbound, Fire Protection, ja, ist jetzt nicht etwas, wo ich sage, wunderbar. Deswegen kommt er hier mal rein. Machen wir immer so ab und zu mal zwischendurch. Ah, jetzt könnte ich mal zählen, wir brauchen hier 1, 2, 3, 4, 5 sind 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Stück. Das heißt, 18 Eimer bräuchten wir, wenn wir nach dem gehen. Das heißt, da brauchen wir noch ein bisschen was. Wir haben jetzt erst 1,5 Eimer. Gottes Willen. Das wird dauern. Gut, dann machen wir in der Zwischenzeit was anderes. Ja, das brauche ich eh nicht mehr. Das kann ich hier dann noch immer rausnehmen, wenn ich es brauche. So. Rest dann brauche ich nicht mehr. Das nicht mehr. Die auch nicht mehr. Du kannst wieder zurück. Fluid Transposer können wir oben wieder hinstellen. Auf die Seite einfach mal. Dann ist er zumindest schon mal hier. Und jetzt kümmern wir uns um den Mod Flux Network. Oder wie heißt er? Flux Network, ja. Den werden wir auch brauchen. Da gibt es einen Plug, einen Point und einfach nur Storage. Die brauchen wir. Und dafür brauchen wir das Obtain by Throwing Redstone in Fire oder Lava. Okay. Das heißt Redstone. Dann brauchen wir Feuer oder Lava. Lava haben wir wahrscheinlich nichts mehr. Dann nehmen wir ein Flint and Steel. Ich glaube, das kann man ja hier anzünden. Und schmeißen hier einfach mal rein. Zack.
Und siehe da, wir haben 64. So einfach geht das. So, was haben wir hier? Wir haben Obsidian und Dings. Wir brauchen 4 Stück für 1. Das heißt, einen, es wird Obsidian. Obsidian. Okay, wir haben eine Obsidian Seed, aber machen wir das mal so. Slime Seed hier rein. Obsidian Seed. Und dann können wir das so machen, dass wir hier einfach mal schnell hier so machen, dass wir ein paar kriegen. Es geht halt ein bisschen schneller mit diesem Acceleratorwand. Einmal unten auf den Block drauf geklickt und dann ist er oben schon wieder fertig. So, mal hier ein bisschen schneller klicken. Sieht ein bisschen komisch aus, aber es funktioniert. So, dann jetzt gucken, wie viel haben wir jetzt? 32, da kriegen wir wieder einiges raus. An Obsidian. So, ich weiß gar nicht, wie war Obsidian. So. Okay, 60. Na, ist ja immerhin etwas. So, das sind dann 2, 3, 4 Stück. Denn ich möchte, was haben wir hier? Fluxblock. Ah, okay, hier brauchen wir auch noch. Ich möchte hiervon 4 Stück haben, also jeweils 2, 2. Wird hier aber nicht ausgehen. 1, 1. Nenn ihn halt 1, 1. Einen davon. Und dann ein Redstone-Block. Gut, haben wir auch gleich. So. Einen davon. Die zwei haben wir dann. Jetzt ist die Frage, ich hätte aber trotzdem gern noch von jedem mindestens einen. Also einen kann man machen von denen. Und von denen können wir auch noch einen machen, oder? Ja, wenn wir jetzt einen Block hätten, haben wir nicht. Machen wir uns. Warum habe ich, wie habe ich mich vorher, habe ich mich verzählt oder was? Gut, das ist einfach Transmitter und Receiver sozusagen. Block for adding energy to your Flux Network. And the point is, also Block and Point for removing energy for your, from your Network. Network. Das werden wir uns gleich mal angucken. Wir haben oben. Naja, 3 Eimer. Das kann ja noch dauern. Vielleicht geht sich das noch aus. Ansonsten werde ich euch kurz zeigen, was ich damit vorhatte. Uah, so. Und dann kann man hier sagen, Edding, also den da drauf. Das ist einfach nur Wireless Energie. Also so wie früher die Deseract ist das halt ein neues Ding. Und hier kann man ein paar Sachen einstellen. Sieht ein bisschen kompliziert aus, ist aber im Normalfall ganz einfach. Wir sagen, wir createn ein neues Netzwerk. Das ist dann, das nennen wir einfach Reaktor oder Big Reaktor. Big Reaktor Output. Das bekommt dann die Farbe Rot Output. So, ist privat. Das darf er, Energy Typ Tesla, nee, Redstone Flux Nehmer. Farbe haben wir, sagen okay. So, dann please select a network. Jawohl, wir nehmen das. Und dann kann man sagen, er hat hier dann, ob er ein Transferlimit hat, ja oder nein. Wir sagen nein, ignoriere. Da könnte man jetzt sagen, der darf zum Beispiel nur 25 RF pro Tix übersenden. Machen wir aber nicht. So, jetzt mal irgendeine Nummer rein. Okay, ist ihm egal. Egal. So, dann können wir noch Prioritäten setzen, welche als erst angesteuert werden. Und Name können wir auch setzen. Wir sagen Reaktor Output. Output. Perfekt. Priorität brauchen wir nicht. So, da haben wir Reaktor Output. Show Storage, Show Controllers to. Okay, was da alles anzeigt. Storage und ein Controller gibt es auch. Okay. Flux. Ah, da ist ein Controller. Was macht der Controller? Okay. Naja. Big Reactor hat einen Block dabei. Man hat eine Statistik, wer darf was machen. Da kann man noch andere User hinzufügen. Zu Debug-Zwecken. Weiß ich jetzt nicht. Kann man das Ganze nochmal editieren. Perfekt. So, dann das Gegenüberteil. So. Stellen wir dann irgendwo
hier in unser System noch ein. Da muss ich jetzt mal gucken, wo wir das am dümmsten platzieren. Hier wird er gut. Das ist dann so einer. Den platzieren wir hier. Der connectet sich dann, wenn es nur einer wäre, mit zwei Seiten. Hat er den Vorteil, weil die Pipe kann ja auf einer Seite Output 1000 geben. Ich weiß nicht, ob jetzt Gesamt 1000 oder nur Output gezählt wird. Hier können wir sagen, okay, das ist aber auch blöd. Das wird den nicht. Ich wollte den abbauen. Stein. Okay, dann nehmen wir doch nur ein. Schon wieder vergessen, was ist. Point. Ja, ein Point brauchen wir. Ja, es ist halt, wir stellen ihn da hinten hin. Warum platziert er immer beide? Das ist dieser Mod, was ich da drauf habe, damit er schneller platziert. So, hier können wir wieder ein Selecten Netzwerk. Wir haben ein Big Reactor Netzwerk. Können hier wieder Namen geben. In System. System. In das System. Limit raus. Das bleibt ja. Ja, das Netzwerk bleibt Output. Jetzt haben wir Reaktor Output und in das System. Da sieht man halt dann, wie viel gesendet und das kann man da anklicken. Das ist auch gematcht. Das bleibt alles dasselbe. Nein, ich wollte kein neues Netzwerk machen. Perfekt. So, und wenn der Reaktor jetzt laufen würde, würden wir hier Strom rankriegen. Und dann später wird man sowieso die ganzen Pipes upgraden. So, wir können mal schlafen gehen. Sagt die Zeit, sagt 17 Minuten. Gut, da haben wir noch ein bisschen. Dann können wir zwischendurch mal schauen, wie viel kann der hier intern speichern? 10 Buckets. Hier haben wir jetzt 75, mach nur ein. So, dann haben wir 7 Eimer. Ist zwar ein bisschen zu wenig, aber schon mal anfangen. Ah, okay, das geht so nicht mehr. Dann brauchen wir noch ein Bucket. Bucket anleeren. Dann werde ich euch zeigen, was wir mit der Flüssigkeit machen. So. Und zwar stellen wir die einfach mal hier hin. Nehmen uns den Eimer. Und tun hier überall ein Bucket rein. Hier ein. Hier ein. Hier ein. Nicht reinfliegen. Na, nicht runterfliegen. So. Hier ein Eimer. Also es darf normalerweise nicht fließen. Mal jetzt gucken. So, dann hier eine. Dann hört das auf fließen. Hört das auf zu fließen. Was ist schon leer? Okay, viel war es nicht. Gut. Aber wir können hier dann schon mal Reaktor. So, also hier kann zugemacht werden. Das. Hier. Hier auch. Dann können wir das schon mal zumachen. Also viel war es noch nicht. Das heißt, es fehlt noch einiges. So, da müssen wir jetzt mal gucken. Können wir das irgendwie schneller machen, die ganze Baustelle da oben? Das dauert halt schon. Wir könnten Upgrade-Kit machen. Kit. Ich glaube, das nennt sich so, oder? Da, Hardnet. Das sollten wir eigentlich hinbekommen. Da fehlt ein Bronze-Gear. Das sollten wir auch haben. So, dann können wir das mal drauf klatschen. Dann sollte er schon mal ein bisschen schneller gehen, weil er mehr Energie hat. Refined. Ich weiß gar nicht, ob wir Elektrium haben. Sollen wir gleich feststellen? Nee, haben wir gar nichts. Okay. Das heißt, wir müssen damit mal leben. Können es aber schneller beschleunigen. Man sieht, weil wir einfach mehr Energie drin haben. Jetzt haben wir schon wieder 2 Eimer. Ist zwar nicht viel, aber schon mal anfangen. Ist halt blöd. Das heißt, wir werden hier nicht mehr fertig heute. Mit dem Big Reaktor. Wobei, wir könnten ja noch Variante B machen. Wir könnten den Big Reaktor einfach schon fertig bauen, in Betrieb nehmen. Dann braucht er halt mehr Jellorium, aber
Er würde mal laufen. Das könnte man so als Ziel setzen. Für heute. Für jetzt. So. Du hier hin. Der ist schon. Dann der. Und der. Und der. Da ist. Wir haben den, den, den und den haben wir auch schon. Weißt du, viel fehlt ja gar nicht mehr. Der, der, da. Machen wir mal zu und schauen uns mal den Charakter an, wenn er fertig ist. Zack, er verformt sich. Und dann brauchen wir eigentlich noch Ilorium. Oder Uran. Uranium geht auch. Also es muss nicht Ilorium sein. Wenn wir das jetzt hier reinwerfen. Ah, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Big Reaktor, wir brauchen noch einen Import und Export. Reaktor Cool Import. Tesla, ja, wie heißt denn das? Da, Export. Da fehlt ein Piston. Unser Fall 2, weil wir brauchen zwei davon. Die könnten wir rein theoretisch. Ich hätte das alles gern. Oder da oben, oberen Dings. Da könnten wir es hinter. Hier und hier. Dann hier und hier. Ein, sagen wir, Output. Weil dann kann man hier jetzt Uran rein tun und 80% voll. Gott, wie viel passt denn da rein? Ich glaube, der ist viel zu groß für uns. So. Und wenn wir jetzt aktivieren. Sehen wir gleich, wie viel er produziert. 3.400, 5.000, 6.000, 7.000. Uiuiui, der produziert ordentlich. Natürlich wird er jetzt relativ heiß, weil der Kühlelemente noch nicht ordnungsmäßig verbaut sind. Aber wir produzieren so knapp bei 9.000. Pro Tick, logischerweise. Interessant. Läuft vor allem. Ja, 0,1 Millipacket per Tick. Ja, ist halt ein bisschen Verschwendung, aber auf der anderen Seite, was kostet die Welt? Wir kriegen hier dann gleich mal 3, 6, 10 Millionen oder 1 Million? 10 Millionen sind das, oder? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 10 Millionen RF. So, dann können wir das wieder deaktivieren. Der macht hier fröhlich weiter. Fährt runter. Und müsste dann rein theoretisch auch wieder verbrauchen. Wenn unser System funktioniert. Wenn wir gleich sehen, wenn er nichts mehr produziert. Ob er dann was verbraucht. Wenn das Flux Network funktioniert, müsste er was verbrauchen. Na komm, fahren mal komplett runter. Brauchst du ja so lange. Okay, aber irgendwie verbraucht er nichts. Oh, ist natürlich doof. So, wird nichts verbraucht. Null. Kann halt natürlich daran liegen, weil jetzt. Da. Hoppla. Na komm. Weil halt keine Maschine läuft. Da könnte man jetzt mal testweise Maschine laufen lassen. Die hier einfach. Die brauchen eh enorm viel Strom. Sagen wir Kupfer. Dann halt so. Erze. Zinn. 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 Silber. Kann man die mal reinklatschen? Dann sollten die auf alle Fälle auch genügend Strom haben. Wenn wir jetzt zu unserem Flux Point gehen. Den wir ja, wo haben wir den versteckt? Hier oben. Gucken. Braucht ja keinen Strom. Irgendwas passt nicht. Habe ich da jetzt irgendwas falsch gemacht? In das System Output. Habe ich da jetzt. Falschen gesetzt? Nee, eigentlich passt das. Ein so an, ein so an. Das ist ein Fluxpoint. Ein Fluxpoint. Das Problem ist, das sagt er halt dann nicht mehr, ist das zum Transferieren oder nicht. Ein Flux Plug ist for adding energy to your network. Okay. Ich meine, die Frage ist, brauche ich da vielleicht wirklich einen Controller oder geht das wirklich ohne? Gehen wir nochmal gucken, ob die Maschinen jetzt Strom haben oder nicht. Die hat zum Beispiel keinen Strom. Das heißt,
Wir kriegen zu wenig. Funktioniert unser System nicht. Brauchen wir dafür echt den Controller? Kann das vielleicht daran liegen? Flux. Brauchen wir mal den Controller. Gucken wir uns dann mal die Sache an. So, wir brauchen dann noch so eins. Da brauchen die in der Mitte. Was fehlt da schon wieder? Ein Eye of Ender. Soll ja jetzt kein Problem mehr sein. So, 12 Stück. Davon brauchen wir, ich glaube, einen jetzt, oder? Nee. Und noch 3 andere. 1, 2, 3. Oh, geht sie nicht aus? Brauchen wir noch mehr von denen? Aber jetzt. So einen und dann müsste eh alles sein. Ist der Controller. Dann stellen wir den Controller einfach mal hier daneben. So, da, da, da. Darf jetzt Energie fließen? Nein. Transmitter-Setting has been removed, der Düvel. Okay. Ah, da kann man Wireless Chargers machen. Das passt. Ja, so verstehe ich es. Das läuft auch. Aber warum kommt kein Strom an? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Bei Charging Enable, da müsste er eigentlich unsere Sachen laden. Wenn er Strom kriegen würde, kriegt er aber irgendwie nicht. Irgendwas mache ich falsch. Kriegt er vom Reaktor nichts? Habe ich den falsch angeschlossen? Das ist ja Powerboard. Der ist als Input gesehen, ja. Hat er ja eigentlich. Jetzt wollen wir mal was anderes versuchen. Da mal eine Pipe dazwischen schalten. G-Pipe. Nee. Leadstone Pipe. Dann den Flux-Takt drauf. Ob er dann was macht. Der ist gleich geblieben, das ist gleich geblieben. Er macht trotzdem nichts. Null RF. Keine Ahnung, was das auf sich hat mit den Farben hier. Ist ja nur irgendwie filtermäßig. Also normal funktioniert so, wie ich es jetzt verwendet habe. So war es immer schon. Oder ich mache noch irgendwas falsch, aber können noch mal versuchen, wenn wir hier einen Tank zwischen klatschen. Das heißt, da brauchen wir 4 Stück davon, dann brauchen wir noch mal da, da, da. So. Dann 1, 2, 3, 4. Da, na komm, davon brauchen wir 6 Stück. 2 Stück kriegen wir zusammen. Wunderbar. Was fehlt uns dafür? Das hier, das war Redstone. Und Flint and Steel. Das war ja einfach. Einfach ein bisschen Feuer und dann da reinwerfen und da Feuer ausmachen. Dann hat man das. Das. Okay. Jetzt fehlen uns die wieder. Wir brauchen jetzt noch 2 Stück. Dafür fehlt uns Blaze Rod. Sollten wir auch haben. Dann Eye of Ender. Und dann. Das. Dann fehlen uns die noch. Hä? Was habe ich denn jetzt gebaut? Obsidian fehlt uns. Da haben wir nichts mehr, gell? Das heißt, Obsidian holen. Das sollen wir ja da haben. Ja, genau. Das. So. Jetzt haben wir wenigstens Obsidian wieder. So, jetzt gucken wir nochmal, was fehlt. Es fehlen 2 Stück. Da fehlen jetzt das. Das heißt. 1, 2. 1, 2. Und den da. Und zack. Gucken wir einfach mal, ob man wirklich hier einen Zwischenspeicher braucht. Wenn wir den jetzt hier oben ranklatschen und sagen, das Netzwerk. Speist er jetzt irgendwas in unser Netzwerk ein? Nee. Der füllt sich auch nicht. Das heißt, irgendwas habe ich falsch gemacht noch.
Da muss ich dann nochmal offline gucken, was der Fehler ist. Aber ihr versteht es, um was es geht, wie es geht, warum es geht. Der hat Strom, aber der liefert nichts. Warum, verstehe ich jetzt selbst nicht. Irgendeinen Fehler habe ich noch. Ein neues Netzwerk wollte ich nicht machen. Das passt, das passt, das passt. Es ist ein Import. Oder habe ich die jetzt wirklich vertauscht? Ne, normal passt das so. Wenn ich jetzt hier mal das Gegenteil dran tue, jetzt am Flux Plug, Flux Point, und den einfach den Netzwerk zuwerfe, macht er auch nichts. Output, genau. Transferiert auch nichts. Gut, das muss ich mir noch anschauen. Also dann wünsche ich mal viel Spaß mit dem Video. Macht's gut, haut rein, tschüss.